bin leidenschaftlicher Basketball-Fan. Und zwar bin ich Blogger. Ich bin das, was die Tableau-Menschen Data Journalist nennen. Ich arbeite viel mit Basketballdaten. Ich weiß von einigen Leuten, von einigen Verantwortlichen in Vereinen, dass sie das durchaus schon mal genutzt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im tagtäglichen Trainingsverlauf oder in der Spielvorbereitung genutzt wird. Aber ich weiß, dass es bekannt ist. Ich weiß, dass Leute dem sehr offen und positiv gegenüberstehen. Und dass es sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um ja, vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Teams in der Vorbereitung zu haben. Ja. Ich hoffe mir natürlich sehr, dass es in Zukunft auch noch weiter genutzt wird. Ja. Man lernt auch eigentlich nie aus. Dadurch, dass man auch, dass es eine sehr große Community gibt. Es gibt auch Webseiten, Tableau Public, wo man wirklich all die Visualisierungen und die Arbeitsmappen von anderen Nutzer öffentlich einsehen kann. Und da kriegt man immer wieder neue Inspirationen. Für mich, ich sag mal, das beste Produkt, was ich bis jetzt damit erstellt habe, sind diese Shot Charts. Das sind, das ist ein Scatterplot, der letztendlich dahinter liegt, wo ich das Basketballfeld als Hintergrundbild projiziert habe. Darum geht es, dass mittlerweile seit Anfang dieser Saison in der deutschen Basketballliga jegliche Würfe von Spielern während eines Spiels aufgezeichnet werden. Von welcher Position die abgefeuert wurden und ob sie getroffen wurden. Von welchem Spieler zu welcher Zeit. Und was ich halt mache, ich nutze diese Daten, ich bereite die auf, ich aggregiere die und erstelle dort für Spieler auf der einen Seite, aber auch für Teams gesamte Charts, sodass man halt alle ihre Würfe im Saisonverlauf sehen kann. Man kann halt sehen, Spieler XY ist besonders effektiv aus der linken Ecke beispielsweise, Spieler A geht halt sehr häufig zum Korb, nimmt 60% seiner Würfe in Korbnähe, trifft aber nur 20% beispielsweise. Und diese Analysen, ja, die stelle ich in meinem Blog bereit, sodass Leute sich dann halt wirklich für jeden Spieler und für jedes Team genau angucken können, wo liegen die Vorlieben und wo sind sie vielleicht nicht so effektiv. Genau, und dafür nutze ich Tableau Public. Dann, das ist großartig für mich, weil es mir sehr, sehr viele Optionen gibt, Sachen zu visualisieren. Und es ist natürlich auch gut, dass es für jemanden wie mich, für einen Journalisten, sage ich mal, öffentlich verfügbar ist, ohne dass ich jetzt hier 1.000 Euro Lizenzgebühren zahlen muss. Ja. Von der Firma an sich, dass die halt sagen, okay, wir haben Data Journalists wirklich als unsere Zielgruppe und wir möchten für die etwas bereitstellen. Und wir unterstützen die auch, dass wir die halt einladen und immer zur Verfügung stehen, wenn die Fragen haben. Das Feedback von der Community ist durchweg positiv. Man muss dazu sagen, dass diese ganze Datengeschichte im Basketball in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Es gibt so viele Leute, die interessante Artikel schreiben, aber das ist dann letztendlich nur Text. Und so ein Text würde so viel mehr aufgewertet werden, wenn er mit einer vernünftigen Grafik hinterlegt ist. Weil man halt den Leuten natürlich auch ein Tool zur Verfügung stellt, endlich mal Hintergründe zu erforschen, die sie vorher so vielleicht nicht kannten.